Vernissage bei Achenbach. Der Art Consultant stattet vom Foyer bis zum Büro, Großunternehmen von IBM bis zur Bundesbank, komplett mit Kunst aus. Wer Kunst brauchte oder eine Sammlung anlegen wollte, kam zum Helge. Helge hat eine gewisse Leichtigkeit. Er ist auch immer geradeaus gefallen und an sich nicht zurück. Mich hat fasziniert bei dem Künstler, dass er ja in der Lage ist, aus einer Leinwand und Farbe einen Wert zu schaffen. Und dieser Wert hatte was Imaginäres. I'm not dealing with millionaires, I'm only dealing with billionaires. Das Ganze ist eigentlich wie eine soziale Plastik von Josef Beuys zu sehen. Es kamen mit diesem Mann extrem reiche Leute. Das ist total pervers. Helge Achenbach braucht eine Bühne, auf der er agiert und jeden Abend stehen kann. Er wollte einfach überall die Finger drinnen haben. Mich haben die gehasst wie die Pest. Neid. Missgunst ohne Ende. Ich ahnte schon, da kommt ein Tsunami auf uns zu, bei dem alles untergehen wird. Und dann platzte eine Bombe ohne Gleichen. Betrug, Urkundenfälschung. Man hat mir vorgeworfen, dass ich zwischen 60 und 120 Millionen Schaden verursacht haben sollte. Er ist ja nicht nur auf Nullpunkt gesunken, sondern ist ja noch viel tiefer gefallen. Ein schillernder Kunsthändler, die reichste Witwe Deutschlands, ein großer Betrug, die Kunstwelt, viel Prominenz rechts und links. Das war natürlich ein gefundenes Fressen. Achenbach hat überhaupt keine Ahnung. Das, was ich dir, glaube ich, nur ein bisschen übel nehme, ist, dass du dem Albrecht und anderen Kunden gesagt hast, die Galeristen hauen euch übers Ohr, lass mich das mal für euch machen. Das ist doch Blödsinn. Das unterstellst du jetzt noch. Das ist doch Quatsch. Du wirst wach aus dem Koma und du denkst, du bist mit 300 Kilometern vom Betonpfeiler geknallt. Stopp mal. Können wir stoppen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir wünschen kann, außer Frieden. Wirklich, ich möchte einfach nur Frieden. Naja, klein habe ich selten gedacht. Klein habe ich nie gedacht.